Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, Special, Sondersendung am Mittwoch, dem 14. Februar 2018. Diese Sondersendung machen wir aus Anlass des Todes von Altregierungsrat Alfred Gilgen. Er ist am letzten Montag gestorben, am Dienstag spätabends ist die Meldung über die Agenturen gelaufen. Alfred Gilgen war eine politische Legende im Kanton Zürich, Bildungsdirektor von 1971 bis 1995, 24 Jahre lang. Ein ganz, wie soll ich sagen, vorbildlicher Politiker-Typus und einfach eine interessante Persönlichkeit. Und ich habe mit Christoph Mörgeli gesprochen, dem langjährigen Vertrauten und auch Kenner von Alfred Gilgen, Christoph Mörgeli. Er ist ja Professor an der Universität Zürich. Er ist langjähriger SVP-Nationalrat gewesen und er ist Weltwoche-Redaktor. Hier mein Interview mit Christoph Mörgeli über Alfred Gilgen. Ich begrüße am Telefon unseren Weltwoche-Mitarbeiter Christoph Mörgeli, Professor an der Uni Zürich und natürlich ein Freund, kann man sagen, des verstorbenen Altregierungsrat Alfred Gilgen. Er wurde 87 Jahre alt, ist am Montag gestorben und war von 1971 bis 1995 Zürcher Bildungsdirektor. Sehr umstritten. Es gab den Slogan Gilgen an den Galgen. Ja, Herr Mörgeli, ich begrüße Sie in den Ferien. Hören Sie mich? Selbstverständlich, kein Problem. Wunderbar. Also, gleich zur entscheidenden Frage. Was zeichnete diesen Ausnahmepolitiker Alfred Gilgen in Ihren Augen aus? Ja, Alfred Gilgen war eine ausgesprochen starke Persönlichkeit, der das Bildungswesen im Kanton Zürich, glaube ich, aber auch in der Schweiz, über lange Jahre entscheidend geprägt hat. Er war eine, vielleicht die starke Figur im Zürcher Rat mit Jakob Stucki, mit dem er 1971 gewählt wurde. Und er hat die anderen subtil, aber ganz sicher deutlich gehört. Und was war, wenn man so das Grundsätzliche anschaut, sein wichtigstes politisches oder sagen wir bildungspolitisches Prinzip? Was war seine Philosophie? Man kann sagen, dass er natürlich die Volksschule, die Mittelschule, die Universität geprägt hat, indem er ganz klare Vorgaben machte. Das Leistungsprinzip auf allen Stufen war ihm wichtig und er war ein Vorkämpfer und ein Befürworter unseres demokratischen Rechtsstaates. Er hat nicht zugelassen, dass Bekämpfer oder Untergraber dieser rechtsstaatlichen Einrichtung oder der Demokratie in den Staatsdienst kamen. Das hat ihn umstritten gemacht. Man hat ihm ja vorgeworfen, jetzt vor allem von der linken Seite, ich kann mich auch als Student noch erinnern, dass eigentlich Gilgen die Uni verpolitisiere, sozusagen nach rechts drücke. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf der linken Studenten damals? Das war natürlich ein ausgesprochen falscher Ansatz. Herr Gilgen war nicht ein rechtsbürgerlicher Politiker, er war Mitglied des Landesrings und als solcher übrigens nie fest im Sattel. Er musste jedes Mal wieder zittern um seine Wiederwahl. Er ist immer sehr schlecht gewählt worden, nicht weil er schlecht war, sondern weil er einfach nicht einen starken politischen Rückhalt in einer Partei hatte. Aber gerade darum musste er das Gespür entwickeln, was entscheidend ist. Und er hat es immer wieder geschafft. Also eine Person, die sich eigentlich gegen die Verpolitisierung der Universität gewehrt hat, kam dann selber in den Ruf, sie zu verpolitisieren. Interessant ist, Herr Gilgen hat einmal ein politisches Vermächtnis formuliert. Da hat er seine Führungsprinzipien in der Politik dargestellt. Ich konnte das einmal lesen und da sagte er, ganz wichtig für einen Politiker, er solle nicht vom Staat leben, sondern für den Staat leben. Und das bringt mich zur letzten Frage. Sie haben ihn kürzlich, also noch nicht lange vor seinem Tod, getroffen. Ich glaube, man wird der Sache gerecht, wenn man sagt, dass Sie befreundet waren mit Alfred Gilgen. Wie sah er die Schweiz heute? Was beschäftigte ihn? Was machte ihm Sorgen? Ja, er war kein Kopfhänger und er war kein Pessimist. Er hat nicht gesagt, es wird alles immer schlechter. Aber er hat natürlich gesehen, dass es anders wird.
Zum Beispiel dieses New Public Management Modell hat ihm nicht besonders gefallen. Auch die Unabhängigkeit der Universität in Anführungszeichen, weil dann eben jeder das macht, was er will und nicht mehr das macht, was er muss. Gerade auch im Bildungswesen. Also er beklagte eigentlich die mangelnde politische Verantwortung der gewählten Bildungsdirektoren in Bezug auf die Universitäten und dass sie schauen, dass dort eben anständige und vernünftige Zustände herrschen. Genau, generell die Verantwortungslosigkeit. Und es ist ja lustig, auch Leute, die über ihn geschimpft haben, von morgen bis abends, haben am Schluss gesagt, der Gilgen war der beste Bildungsdirektor, den ich erlebt habe, weil er eben die Führung wahrnahm, weil er die Probleme erkannte, weil er Klartext sprach und eben auch Lösungen auf den Tisch legte. Christoph Mögerli, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen und weiterhin Grüße in die Sportferien. Dankeschön, besten Dank. Ja, meine Damen und Herren, dies die Einschätzungen meines Kollegen Christoph Mörgeli. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf ein Wiedersehen, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily, die andere Sicht.